Die totale Ausnahmeerscheinung auf dem Fahrradmarkt ist Riese und Müller Roadster 4. Und was direkt mal auffällt, Tobi, ich grüße dich ganz herzlich. Ich werde dich gleich noch kurz vorstellen. Wir sind bei einem der größten Riese und Müller Händler der Welt. Kann man schon sagen, ja. Denn in Kaiserslautern, ihr habt die Marke schon sehr lange. Genau, also die Marke Riesenmüller ist bei uns im Konrad tatsächlich von Anfang an mit dabei, seit es die gibt. Also wer noch die alten Blue Label Geschichten kennt, die gab es hier auch. Und auch das erste Delight ist hier verkauft worden. Und da sind wir auch immer treu geblieben und gucken auch, dass wir so ziemlich die ganze Modellpalette auch immer da haben. Das ist ein schickes Rad. Es hat vorne eine Federung mit drin. Ich glaube, das macht es so besonders. Genau, also es ist ja ein sehr schnelles Bike. Also Roadster sagt ja schon, ist für die Straße ausgelegt und das ist auch die komplette DNA von dem Fahrrad. Aber dass es dann eben eine Stahlfeder trotzdem mit drin hat, ist dann halt so das kleines bisschen Komfort, was dann ruhig das sein darf, gerade so im Alltag. Das ist richtig schön. Also man muss ja das mal zeigen. Die Wandung ist ja jetzt nicht so dick wie jetzt ein Ballonreifen. Das heißt, also der Reifen alleine hätte jetzt nicht so viel Komfort, ne? Genau, also der ist ja relativ schmal gehalten. Mehr als 50er bekommst du da auch nicht wirklich rein. Dementsprechend bist du da schon dankbar, wenn du die Stahlfeder drin hast. Ja, hallo Tobi. Hi. Long time no see, Anfang März 2024, Riese und Müller, die letzten Videos eingeschlagen. Es geht wieder los, muss man sagen. Es ist wieder so wie früher, im Winter werden weniger gekauft und wenn es früher kommt, rennen die euch die Bude ein. Im Moment ist das so. Genau, also es hat sich alles wieder ein bisschen gestaucht. Also im Winter haben wir tatsächlich zeitweise ein bisschen Ruhe gehabt. Aber jetzt kann ich nur empfehlen, macht euch Termine, sonst gibt es Wartezeiten. Wartezeiten, die Werkstatt ist auch voll. Ihr sucht gerade Leute, wir werden ein Video veröffentlichen, haben wir schon gedreht beim letzten Mal. Werkstatt-Leute sucht ihr. Hallo, Lucien. Hi Sven. Ja genau, also die Werkstatt ist bei uns natürlich auch mega am Arbeiten, auch im Winter. Und da haben wir wirklich viel zu tun, deswegen Termine. Und die Leute, die halt das Rad bei uns nicht gekauft haben, brauchen noch mal ein bisschen mehr Geduld, ne? Weil wir können uns halt nicht aufteilen. Ne? Also. Nochmal, also ich suche noch männlich, weiblich, divers. Techniker für den Bereich Fahrräder gibt es ein eigenes Video zu, haben wir auch in der Werkstatt gedreht, da ist viel zu tun. Alt eingesessen, Riese und Müller, Rahmengröße von dem, wie groß ist denn das? Das ist ein 51er müsste das sein, ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt, oder ein 56er, ist ein 56er, also ein großer Rahmen. 1,80 bis 2 Meter. Genau. Körpergröße. Also 1,80 bis 2 Meter Körpergröße. Riese und Müller dafür bekannt. Du kaufst dir so ein Rad einmal. Das war früher ja ganz normal. Man hat sich früher nicht Räder gekauft für 2-3 Jahre, sondern fast für ein Leben. Und man kann schon sagen, so eine Haltedauer 10-15 Jahre ist nicht unnormal. Also bei einem Riese Müller würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Vor allen Dingen sind die Räder, wenn die gut gepflegt sind, nach 3-5 Jahren noch wie neu. Also das ist wirklich Wahnsinn. Was halt auch cool ist, ist, dass das Rad so, wie es halt hier steht, kaum altert. Ne? Das ist ja das nächste Jahr noch immer genauso gut wie das Jahr davor, weil wir ja momentan ja auch wieder mit so Modellbrüchen. Du meinst jetzt die Modellpflege, dass ich ein altes Rad habe, meinst du? Genau, das macht ja Riese Müller nicht, wie manch andere Hersteller das die ganze Zeit gemacht haben. Ich betone extra die ganze Zeit gemacht haben, weil jetzt ist da bei vielen Herstellern auch so ein Wandel, dass nicht mehr jedes Jahr ein neues Modell wie beim Smartphone auf den Markt kommt, sondern nach 2-3 Jahren, wie man es ähnlich aus dem Automotive-Bereich kennt. Ja, das ist eigentlich, wenn ich mir so die Komponenten angucke, es ist ein schnelles Rad, es ist fast ein Rennrad, da fehlt eigentlich nur noch der Rennlenker. Ist es von der Geometrie auch so unbequem wie ein Rennrad, oder? Nee, es ist tatsächlich stark an Trekkingbike angelegt. Also du hast jetzt normalerweise keine überhöhte Sattelposition, auch wenn er jetzt hier relativ hoch steht, wurde beim letzten Mal Probe gefahren von einem ziemlich großen Kerl. Im Allgemeinen ist es schon eine sehr bequeme Sitzposition tatsächlich. Ja, die Bremsanlage von Magura, die kommt aus dem Mountainbike-Bereich. Anzahl der Kolben, was haben wir hier? Da haben wir vorne 2, wie hinten. Und das Rad, ja, bremst damit auch ziemlich ordentlich. Ist halt so die Brücke zwischen, sagen wir mal, wenn jetzt einem das Urban mit dem Verzurmotor oder das Culture mit dem neuen Bosch SX zu schwach ist quasi, ist das so die Erweiterung mit dem größeren Akku und mit dem stärksten Motor. Ist quasi auch ein schnelles Urban-Trekkingrad, wo man auch noch stollige Reifen drauf machen könnte. Ne? Hatten wir auch schon gehabt und gab es auch vorher in dem Modell. Aber hier hat man halt keine Kompromisse, volle Power. Ja, schnell heißt, du bist fast immer über 25 km/h und das ganz schnell. Das heißt, der Motor läuft besonders lange, also bis zu, ich sag mal, 100, 120 Kilometer, weil du eben so schnell über den 25 km/h drüber bist bei dem. Das ist ja normal. Jetzt zum Beispiel Mountainbikes, da hast du ja das Problem, da ist die Auflagefläche größer, der Luftdruck vielleicht auch geringer. Das fährt sich viel schwerer. Das hier fährt sich ganz leicht. Genau, also du hast hier halt wirklich einen richtig guten Antritt, ganz wenig Rollwiderstand, natürlich durch die glatten Reifen auch. Ihr kennt das ja mit
mittlerweile, der Performance Lens X, der koppelt auch wunderbar aus. Das heißt, zum Beschleunigen nehme ich den Motor gerne, aber dann brauche ich ihn gar nicht mehr unbedingt. Gerade auf der geraden Strecke werde ich dann auch ganz schnell 30, 35 fahren, ohne große Mühe. Und da muss der Motor gar nicht mehr mithelfen, ne? Preis von dem, was kostet das? Das sind wir so bei 4.800 Euro. Ist natürlich bei Riesenmüller immer je nach Ausstattung. Aber hier das Komplettpaket, ne? Du hast nachgeguckt. 4.798. Die Leute leasen solche Fahrräder unglaublich gerne. Und da darf es denn auch mal einen Ticken teurer sein. Da muss es nicht die billigste Marke sein. Ich glaube, dass das hier echt ein Leasing-Star ist. Also auch im Bereich Firmenfahrräder, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so, weil das hier eher noch mal ein bisschen die jüngere Zielgruppe anspricht. Ja, also es ist so, bis 5.000, 6.000 Euro wird wird auch gerne geleast, weil man halt einen großen Spareffekt hat, wenn man halt Steuern bezahlt. Wenn man halt dann nicht so viel Steuern bezahlt, ist es so trotzdem noch so bei 10-15%. Aber wenn man richtig viel Steuern bezahlt, kann das schon in die 35-40% reingehen. Und die Umwandlung später, wenn man das Rad dann zum Eigentümer wird, also vom Besitzer zum Eigentümer, ist auch interessant. Wir müssen das mal kurz erklären. Also Bike-Leasing ist nicht so wie normales Leasing, sondern du kriegst es vom Bruttolohn abgezogen, zahlst aber nur netto. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steuersatz habe, Abzüge von 47% und so, was weiß ich, kann ich 30-40% sparen. Das passiert auch regelmäßig. Also Leute sind ganz begeistert. Am Ende der Leasing-Laufzeit kommt immer die Frage, kann ich das Rad übernehmen? Genau, da kommt es dann tatsächlich auf den Leasing-Anbieter an. In der Regel ja. Und das lohnt sich auch, weil so 18% Ablöse haben wir dann immer. Und der Wert von dem Rad liegt ja mal mindestens bei 30% nach den 3 Jahren. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es tatsächlich tun, auch wenn man es gar nicht selbst weiterfährt, sondern verkaufen möchte. 18%, das heißt also jetzt das Rad würde dann anschließend noch circa 700-800 Euro kosten. Und dann gehört es mir. Wird es denn länger halten wie 36 Monate? Was denkst du? Also wenn nicht irgendwas Komisches passiert, auf jeden Fall, weil die Haltedauer von dem Riesenmüller ist locker mal diverse Jahre, weil das Rad ist für die Ewigkeit fast gebaut. Klar, irgendwann ist dann nach 10 Jahren der Akku vielleicht mal oder irgendwas am Motor vielleicht, aber 10 Jahre, wie gesagt, wenn man da mit pfleglich umgeht. Ich sag mal so, nach 3 Jahren haben wir ja jetzt schon ein paar Rückläufe aus Corona. Während selbst in so Zeiten wie jetzt momentan, also es ist so, dass 60% oder 50% ein Rad, was ordentlich dasteht, noch einen Wert hat. Und dann, wenn man das dann für 17-18% ablösen kann, ist das schon ganz cool. Die Lichtanlage ist so schön integriert, überhaupt ist das Styling so schön. Ist dann auch die Qualität gut, Tobi, wenn du mal gerade mit den Fingernägeln auf das Schutzblech schlägst? Ist das fest? Das ist fest, aber es ist tatsächlich Kunststoff. Mag ich tatsächlich auch ganz gerne, weil klappert halt sehr wenig. Und gerade mit dem Bike wirst du auch mal über Kopfsteinpflaster fahren. Mach mal bitte, wenn du es mal in die Hand nimmst, einfach mal so ein bisschen fallen lässt, dass man mal hört, wie da denn so der... Also es ist beim Fahren, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Tobi, hättest du die Möglichkeit, mal ganz kurz den Sattel ein bisschen tiefer zu machen für den Lucien? Dass der mal... mal kurz Probe fährt, müsste gehen, oder? Mit der Rahmengröße, oder? Wenn der Sattel ein bisschen tiefer ist. Ja. Müsste gehen. Dass wir das mal fahren. Und ich würde dich mal bitten, dass du gleich mal den Motor ausmachst und mir mal zeigst, wie der Antritt ist ohne Motor. Denn das Ding fährt wirklich auch ohne Motor ganz angenehm. Ich hatte übrigens jetzt vor kurzem ein E-Bike, war der Akku leer. Habe ich ganz selten gehabt. Und hatte ein Klapprad und das ging problemlos. Also wenn man gezwungen ist, fährt es auch ohne Motor. Ja klar, also ich meine, es kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt noch einen alten Motor drin hast, der nicht richtig auskoppelt, da wirst du dann wenig Spaß haben. Nee, der war komplett draußen. Ja. Aber ja, fahren lässt sich dann natürlich trotzdem noch. Komm, wir fahren mal eine Runde. Da ist jetzt ein Display drauf und ein Remote. Das heißt, das Display wäre gar nicht nötig. Was kann ich denn sehen auf dem Display, was ich hier auf dem Kleinen nicht sehen kann? Also hier siehst du halt die Motorisierung, ne? Das ist Eco-Modus, das ist halt für den für die 50% Zuleistung, die der Motor gibt. Dann habe ich Tour-Modus oder Auto-Modus. Es gibt ja mittlerweile Tour, Auto oder Tour Plus. Das kann man sich dann bei uns in der Werkstatt einstellen lassen oder over the air über die App. Dann haben wir den Sport-Modus oder EMTB-Modus. Der hat dann schon 220% und hier alles, was geht, 340%. Ist der stärkste Modus. Ne? Das ist der Turbo-Modus, genau. Hier die Akkustände, ne? Und damit könnte ich alleine auffahren. Und hier sehe ich dann halt die ganzen Infos, wenn ich mich hier so ein bisschen durchscrolle. Ne? Warte mal, ich zeige das mal gerade. Also da vorne hast du noch so Menüs, da ist so eine Art Joystick mit dabei. Genau. Und da kann man das hier steuern? Ja, und das ist quasi der Knopf zum Anwählen vom Menü. Ne? Also hier habe ich dann Wattstunde und Trittfrequenz, das finde ich immer ganz cool, was der rein theoretisch halt schaffen würde.
an Reichweite. Ach, der zeigt das an. Das ist aber jetzt nicht unbedingt verlässlich. A, ist der Akku fast leer mit 20% und B, lernt das Fahrrad ja anhand des Fahrers, wie weit es wahrscheinlich kommen wird. Oder? Genau, also es wird schon so eine Akkuentladung dauern, bis das Fahrrad halbwegs verlässlich dir die Info gibt, wie weit du noch kommst. Eine coole Lampe, oder? Definitiv. Also Riese Müller setzt ja komplett auf Supernova. Nicht nur sehr hell, sondern auch sehr stabil und wertig gebaut. Also da darf man sogar mal drauffallen, ohne dass es direkt kaputt geht. Also ich fasse mal zusammen. Bremsen aus dem Mountainbike-Bereich. Die Zweikolben vollkommen ausreichend. Ich fahre ja zurzeit ein 30-Kilo-Fahrrad mit einer Zweikolbenbremse. Siehe da, es geht auch. War schon ein bisschen älter. Bosch Performance CX Motor mit drin. Die Batterie wahrscheinlich 750. Was haben wir drin? Oder 625? 625, genau. Ja. Gerade bei dem Bike reicht es auch dicker aus, weil wie du schon gesagt hast, du wirst nicht immer nur mit Motor fahren. Ja, los geht's. Und bitte, was sagst du? Ein Riese Müller ohne Light Assist Motor oder 400er oder 300er Akku? Ich verstehe kein Wort, was du mir gerade erzählen wolltest. Also Light Assist, also ich habe hier keinen abgespeckten Motor und ich habe auch keinen kleinen Akku. Light Assist, ja. Das heißt, dass das leichter wird, das Fahrrad. So, das heißt, wir haben jetzt einen großen Akku und einen großen Motor. Trotzdem, genau. Das Ding bei 22 noch was. Ne? 22 Kilo, also sehr handlich. Da vorne ist noch so ein QR-Code, was kann der eigentlich? Das ist für diesen RX-Chip, damit man einfacher sich durchnavigieren kann, um die App zu installieren. Das ist quasi, dass das Rad geortet wird, wenn es geklaut wird. Nochmal, da ist ein Diebstahlschutz jetzt schon mitgeordert bei dem Rad. Genau, deswegen hier ist volle Hütte, wenn die Leute sagen, oh, 4, 7, das Ding ist aber voll. Das kriegt man auch für weniger. Also hier ungefähr wie viel? Was zahlt ihr für einen Einstieg? Ich glaube so 4, 5. 4, 5, aber das Sinnvolle habt ihr schon gleich mitgeordert. Viele kommen ja her, die Ore XT-Schaltung. Also hier ist eine ordentliche Schaltgruppe drin. Das werden wir jetzt mal sehen. Ja, steig mal auf, du kannst direkt mal hier losfahren. Also dass wir das mal sehen. Und ist ein schickes Rad, oder? Definitiv, also gerade das Mattschwarz finde ich richtig gelungen. So, Riese Müller hat ja die Kapazität stark ausgeweitet. Jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, ja, Riese Müller, das ist nicht mehr das Riese Müller, was es mal war, als sie nur drei Fahrräder gebaut haben. Die Erfahrung bei euch ist ganz anders. Nee, also es ist tatsächlich so, dass die Marke nach wie vor noch unheimlich gern genommen wird und auch als individuell auch noch gelten kann, gerade weil man sie ja so stark anpassen kann. Und ist definitiv immer noch keine Marke, wo du sagst, ja, Fahrrad von der Stange. Was ich cool finde, ist die Optik. Das ist eben nicht das Mountainbike in der Stadt, sondern ein richtig cooles Cityrad. Wir haben ja im Moment noch 4, 5 Grad. Ist der Motor an, aus? Der ist an. Der ist an. So, mach mal aus. Und komm mal zu mir. So, nimm mal gerade einen Gang, vielleicht einen dritten Gang oder so, dass wir einen schönen Anfahrgang haben und stopp mal. Und das ist jetzt Antritt, Motors aus. Warte, ich zeig mal grad. Und auf die Plätze, fertig. Los! Also Antritt ist wirklich so, dass du, klar, der Motor und der Akku wiegen ein bisschen was. Ich schätze mal zusammen so 4-5 Kilo, oder? Ja, das kommt hin. Du wirst natürlich merken, dass du ein kleines bisschen mehr Gewicht hast als beim normalen Fahrrad. Aber vom Fahrgefühl her ist es tatsächlich... Nochmal wie viel? 30 ohne Motor. 30 ohne Motor. Gut, der ist auch in der Fahrrad-WM... Mannschaft, oder? Ja, mindestens. Nein, ist es so ein Fahrrad mit so dünnen Reifen, das macht es eben aus. Also, dass die Geometrie ordentlich ist, dass du auch Druck auf die Pedale ausüben kannst, dass es groß genug ist. Wenn die Leute herkommen, man sollte schon herkommen und das mal Probe fahren von der Rahmengröße her, oder? Macht das Sinn? Genau, von der Rahmengröße her. Und dann ist halt auch immer spannend, möchte ich Riemen mit Enviolo haben oder möchte ich Kettenschaltung haben? Ich habe keine Ahnung, was du mir gerade sagst. Das ist jetzt Kettenschaltung. So viel weiß ich. Aber Riemen? Gibt es einen Riemen? Genau, also gibt es so einen Kanal, German Television, da kannst du das ein oder andere Rad mit Riemen auch mal sehen. Nee, haben wir ja tatsächlich sehr oft bei Riese Müller, dass wir halt einen Riemenantrieb haben. Und der ist ein kleines bisschen ideischen schwergängiger als die Kette. Deshalb gerne mal Probe fahren, was da einfach besser gefällt. Ne? So, das gucken wir uns mal an drin. Schön kalt. Komm, wir gehen mal rein. Außerdem wartet ja der Kaffee noch auf mich. Name nochmal von dem? Das ist das Roadster 4. Roadster 4, 2024er Modell. Ihr seid Erlebnis-Store. Das heißt, das Erlebnis ist wahrscheinlich, wenn dann anschließend die Abbuchung kommt auf der Kreditkartenrechnung. Genau, das ist das Erlebnis. Und ansonsten kannst du natürlich auch alle Räder Probe fahren, die wir hier haben. Und bei Riese Müller ist tatsächlich das komplette Sortiment. So, das ist der Riemen hier, oder? Das ist der Riemen, genau. In der Variante jetzt sogar noch ein kleines bisschen edler als die Enviolo. Hier haben wir jetzt die Roll-Off-Schaltung dran. Bekommen wir jetzt beim Roadster nicht, aber ja. Werden wir heute aber auch noch drehen, das Charger 4 mit der Roll-Off, mit dem Best 3 System. Kostet auch ein bisschen mehr, also wie es da steht, bestimmt 6 oder 7?
Da müsste ich nachgucken. Ich glaube aber auch schon so um die 6-7, ne? Weil es ja 6-7. So hat, ne? Gut. Also das ist ja jetzt auch schon wieder ein Bock. Da würde ich mal sagen, das wiegt jetzt keine 22 Kilo mehr, ne? Nee, da hast du tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht drauf. Also da geht es schon stark Richtung 30. Das ist ein Riesenunterschied. Also 22 und 30 Kilo. Viele sagen, ach, das muss hier so ein Bock sein, das muss schwer sein und so weiter. Nein, im Alltag ist es viel schöner, wenn es leichter ist. Genau, also es kommt tatsächlich immer auf den Verwendungszweck an. Ne? Also das Roadster wird echt gerne in der Stadt gefahren. Das Charger ist dann natürlich wieder was für die absolute Trekking-Tour. So, ich komme gleich zu dir, Lucien. Ich zeige mal gerade, das ist denn so das Schlachtschiff, oder? Das ist das Schlachtschiff, das dann alles kann. Hier mit Rohloff und Fullfox. Zwei Batterien oben. Zwei Batterien. Gewicht? 34? Ja, da schweigen wir mal lieber drüber. So um den Dreh rum werden wir mit. Moped, oder? So, du wolltest was sagen, Lucien? Nö. Schade. So, da sind wir bei Konrad. Das Ganze gibt es schon ewig. Ich habe den Laden vor ein paar Jahren übernommen. Genau. Seid in das Risiko der Selbstständigkeit reingehüpft. Du hast irgendwann mal studiert, BWL, und hast dir gesagt, hey, ich hatte vorher so 9-to-5-Jobs, war ganz angenehm. Ein Wochenende hatte ich auch schon. Das kannst du jetzt alles abhaken, oder? Ja, das stimmt. Jetzt ist es eher 9-to-9 und Monday-to-Sunday. Ne? So, hier ist ein Kollege. Ich darf dich mal ganz kurz was fragen. Guten Morgen. Ist hier viel los manchmal? Aber hallo, das kann ich sehen. Warum ist denn jetzt nichts los? Ist noch zu früh, oder? Hast du mal draußen das Wetter angeguckt und es ist auch scheiße kalt gerade. Also scheiße kalt und es ist heute Donnerstag, morgen. Also das heißt am Wochenende, wenn ich richtig gut beraten werden möchte, kann ich jederzeit kommen. Ich sollte aber, wenn ich von weiter weg komme, doch einen Termin machen, denn dann könnt ihr euch so richtig Zeit nehmen. Ihr habt so viele Riese und Müller da, dass die Kunden hier alle probieren können. Also ihr habt wirklich eine mega Auswahl. Genau, also es ist tatsächlich wichtig, dass ihr auch mit ein bisschen Zeit hierher kommt. Es bringt jetzt nichts, innerhalb von 20 Minuten sich das Portfolio zeigen zu lassen. Das solltet ihr schon eine Stunde, anderthalb einplanen, damit wir uns auch richtig Zeit nehmen können. Darf ich den Laden danach anschließend auch verlassen, ohne was zu kaufen? Oder werde ich in einen Raum eingeschlossen mit einem Kreditkartengerät? Also du kannst gerne versuchen, ohne zu kaufen rauszukommen, es könnte aber schwer werden. Könnte schwer werden. So, das heißt, also ihr habt ein ganz normales Ladengeschäft. Das muss man den etwas Jüngeren erklären. Es gibt ja einmal den Versandhandel, das werden die kennen. Und dann gibt es noch Ladengeschäfte. Das heißt, ihr habt hier, ich sag mal, entsprechende Fläche. Ihr haltet Ware vor, dass Kunden reinkommen können, teilweise auch ohne Termin. Und man kann dann die Ware hier begutachten, anfassen, später kaufen und gleich mitnehmen. Das heißt, ist das neu? Was war zuerst, der Versandhandel oder solche Warengeschäfte? Ja, ich glaube, das mit dem Einzelhandel, das hat sich irgendwann so im Mittelalter mal durchgesetzt. Also Versandhandel ist schon aktueller. Aktueller, so. Nee, das war nur Spaß. Also heißt, ein Ladengeschäft, ja. Was halt bei uns auch interessant ist, gerade für Leute, die nicht wissen, welche Größe, wir können halt auch die Leute hier abmessen in dem Fittinggerät. Da haben wir eins der modernsten oder das modernste Bodyfittinggerät, was es am Markt gibt, das Smartfit Q4. Gerät kostet knapp 12.000 Euro, das kann aber auch einiges. Laser, genau. Und dann kann man halt hier die Leute halt abmessen, gerade bei so einem sportlichen Rad, was wir gerade gezeigt haben, kann man hier halt das schön die Leute vermessen. Und wenn du den roten Punkt da siehst, siehst du das mit dem roten Kreuz? Das Kreuz da hinten an der Wand. Da kann man die Leute vermessen und halt auch das Rad. Und dann kann man ein perfektes, eingestelltes Rad von uns bekommen. Okay, das heißt, du hast eine Software, da sind verschiedene Punkte, genau. Die fährst du ab. Und danach sagt er dir genau, was für ein Rad es ist. Genau, grün, hellgrün, dunkelgrün oder halt gelb. Dann ist es eher so vielleicht, und das haben wir leider auch oft, dass Leute sich irgendwo einen Schnapper geholt haben online. Und dann ist es die falsche Größe. Und dann das ist halt, doof. Ja, genau, dann können wir denen halt nur sagen, sorry, hast falsche Rad, ne? Konrad, powered by Green Bikes. Hier vorne steht das Ganze in Kaiserslautern. Ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal. Wie heißt denn der? Der heißt wie unser Fahrradladen, Konrad-Fahrradladen. Ja, haben wir, glaube ich, bei uns auf der Startseite drauf, genau. Verlinkt. Und da könnt ihr das Ganze sehen. Tschüss, Tobi. Ciao. Und wenn ich das jetzt, was ich gesehen habe, kaufen möchte, ist das vorrätig? Kann ich das mitnehmen? Das ist vorrätig, genau. Und was auch noch vielleicht interessant ist, hier gibt es eine Treppe bei uns, die wird immer so, da gibt es die ganzen Räder, wie es da steht, als Bioräder, als Gravelräder. Das heißt, eine ganze Wand. Ohne Motor. Ohne Motor. Nee, komm. Das ist alles klar. Vielen Dank fürs Ein. Ohne Motor. So ein Quatsch. Tschüss. Ciao.